bin Félicien Dubois, Verteidiger beim HC Davos. Und wir sind heute hier in Le Pont de Martel, Kanton Neuenburg. Das ist ein Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und gerade hinter uns haben wir ein Sportzentrum, Sportanlage, das heisst Turnhalle. Und dann oben dran eine Eishalle, Eisbahn. Und das ist vor ca. 30 Jahren gebaut worden. Damals war ich ein 6-jähriges oder 7-jähriges Kind. Und so ist eigentlich alles entstanden. Also sind die Jungs vom Dorf angefangen, da zu schlittschühlen. Und dann haben wir jeden Nachmittag immer da getroffen, um ein bisschen knäbeln oder Hockey spielen. Und da ist die Leidenschaft fürs Hockey richtig gross geworden. Patinoire de Pont-Martel. Das Sportzentrum ist gebaut worden. Dann ist halt jedes Kind, sind wir halt probieren, Eishalle, Neushalle. Dann sind wir gekommen und dann hat es einem gefallen, sind wir wieder gekommen. Dann irgendwann haben wir ein Stück mitgenommen und dann konnte ich Schlittschuh fahren. Und was cool war, ist, das Eisfeld war sehr wenig besetzt. Es hat vielleicht am Abend ein paar Vereine oder Clubs, die Trainings gehabt, aber sonst am Nachmittag war es immer frei gewesen. Und haben wir immer können go hockeyen nach der Schule. Und wir hatten eine coole Gruppe. Wir sind immer 5-6 Jungs, haben wir immer abgemacht, haben wir immer gematchelt. Und so ist die Leidenschaft groß geworden. Und irgendwann ist, als ich 7 war, haben sie einen Club gegründet, auch mit Nachwuchs. Wir hatten genug Jungs, um eine Mannschaft zu machen. Und dann eben die Jungs, die sonst immer da am Spielen waren, haben wir auch eine Mannschaft gehabt. Und von Mosquito, Mini und so Sachen. Und wir waren am Anfang ganz schlecht. Ich weiss noch, die ersten paar Matches haben wir Hochstellung verloren, 16-1, 19-0 und so Sachen. Aber wir haben Spass daran gehabt und das war das Wichtigste. Erinnerungen, ja, gell, wenn wir hier auf der Tribüne sind. Wir haben da so viel gespielt mit den Stegen. Wir sind da rumgesäckelt, rumgegumpert. Dann haben wir mit den Bällen gespielt. Wir müssen schauen, dass die Bälle nicht da unten landen. Wir müssen schauen, dass die Bälle nicht aufs Eisfeld fliegen. Und ja, es ist ganz einfach, aber irgendwie war das ein cooler Spielplatz gewesen. Steigen, ein bisschen ein Gang und das mit den Bällen. Es tönt blöd, aber wir haben Spass gemacht. Und das ist halt die offizielle Tribüne. Ich weiss noch, wir haben in den ersten paar Jahren ein paar ältere Schwestern, die ein bisschen Fanclub gemacht haben. Sie haben ein bisschen für uns ein bisschen gefannet und das war auch cool gewesen. Ja, viel mehr andere Leute hat es nicht gegeben. Es ist meistens einfach so, dass die Familien sind vorgeschaut. Oben war die Coole und dürfen ganz oben sein. Und wir waren auch ein Fanclub und haben Match geschaut. Und nach der dritten Pause in die Hecke spielen, hat es ein Goal gegeben. Wir haben unsere Stöcke genommen, die Berge genommen. Und, ja, das war ein übliches Programm gewesen, am Freitag oder Samstagabend. Gewesen. Viel höher als die dritte Liga wird nicht gewesen. Aber irgendwie sind die paar Spieler ein bisschen unser Idol gewesen. Wir haben gerne auch von ihnen Stoff gehabt. Und wir konnten es gar nicht können schätzen, was für eine Liga das war. Das war die erste Mannschaft gewesen, und wir waren die kleinen Buben. Und das sind unsere Idol gewesen. Ja. Bonjour, Markus. Ah, bien. La chance. Ça joue comme ça? Moi aussi, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Ja, also mein erstes Spiel war natürlich etwas ganz Spezielles, das wir hier erleben durften. Ich glaube, was schwierig war, ist auch, wir haben die Wechsel, oder? Das ist das erste Mal, dass du überhaupt die Wechsel hast. Wenn du Schiri pfeift, kommst du wieder raus und so. Und dort mussten wir uns konzentrieren, dass du wieder 5 Jungs aufs Eis hast. Und ja, das ist,
Das ist so. Nachher eben die Goal, die ein nach dem anderen gekommen sind, wieder ein kassiert, eins kassiert, eins kassiert. Aber das hat mich jetzt nicht besonders schlecht geprägt. Was kommt noch dazu? Eben Zuschauer, ein bisschen Familie da, stolz, dass jemand schauen kommt. Und auch die Uhr dort oben mit der Zeit. Das ist etwas spannend als Kind, dass man sieht, und die Zeit geht runter. Die 15 Minuten waren glaube ich, damals. Und dann ist wieder der zweite Drittel. Und es war alles neu. Alles, was man sonst im Fernsehen sieht oder bei den Grossen gesehen hat, auf einmal haben wir das selber erlebt. Und die kleinsten Sachen waren für uns schon grosse Sachen. Und ja, das hat das Ganze speziell gemacht. Ja, wir haben es wahrscheinlich auch gehofft, hoffentlich darf ich auch mal wieder grosser spielen. Ich denke, als kleiner Bube, eben, wir nicht können einschätzen, was das für eine Liga oder was auch immer war. Wir haben einfach auch mal zu den Grossen wollen gehören. Die haben dann schon die Gitter weg, oder? Wir als Bube alle mit Gitter und die schon mit so halb Plexi oder sogar ohne sie. Das waren dann die ganz Grossen. Und ja, das sind so Sachen, die ein bisschen früher kommen. Ja, da sind wir in der Garderobe und es hat sich nicht viel verändert. Ein bisschen Farbe, ist ein bisschen farblicher geworden mit dem Grün, Blau und alles. Aber WC war auch schon damals da, Schiri-Garderobe. Dann sind die vier Mannschaften Garderobe. Ich weiß nicht, wie es dort drin ist. Gehen wir doch mal schauen. Das sieht immer noch gleich aus, die gleichen Bänke. Ist auch da, einfach frisch gestrichen worden. Mal schauen weiter. Dusche. Ah, die ist zu. Aber ja, es ist eigentlich immer das Gleiche. Auch da, coole Erinnerung. Du hast einfach bist irgendwo gekommen. Es ist nicht so, dass wir einen fixen Platz hatten. Aber in der Pause sind wir da bekommen. Meistens hat es uns Tele gegeben damals. Und ich weiss, es war auch noch etwas Spezielles. Es gibt, glaube ich, nur das WC für alle vier Garderoben. Also die gegnerische Mannschaft müssen das WC teilen. Und dann war immer ein bisschen eine Sache, oh, kann ich zuerst, bin ich vor dem Gegner auf dem WC? Oder müssen wir dort anstehen? Und dann haben wir halt den Gegner mal da gesehen, nicht nur auf dem Eis. Und ja, in dem Alter als Kind war es immer etwas Spezielles. Geschmack ist sicher eine Sache, das ist auch immer noch gleich, das hat sich nicht verändert. Und ich weiss einfach, eben an den kalten Tagen, so wie es heute unter anderem auch ist, sind wir froh gewesen, manchmal sind Garderoben offen geblieben, vielleicht hat am Abend vorher jemand nicht zugemacht und so. Und wir sind immer schauen, oh, vielleicht sind Garderoben offen, vielleicht dürfen wir wenigstens an die Wärme und Schlittschuhe binden oder so. Und das ist immer ein bisschen das Erste, was wir gemacht haben, als wir hier gekommen sind. Normalerweise müsstest du oben Schlittschuhe anlegen. Und dort haben wir die Finger sind gefroren und dann ist immer einer gekommen, wow, kann ich schauen, ob die Garderobe offen ist. Das war jemand mal der Fall gewesen. Dann sind wir da unten so praktisch, ich weiß nicht, ob es erlaubt war, aber wir sind da unten gewesen und haben eine mega Freude gehabt, dass wir wenigstens eine warme Garderobe hatten zum Schlittschuhalten. Da sind wir im La Buvette, sogenannte La Buvette Stadion Restaurant, oder? Ja. Und das ist der Stammtisch. Und da hat es ein paar Fotos von der ehemaligen Mannschaft oder so. Da habe ich gerade gesehen, dass wir Fotos von Mannschaft, Fotos von unserer allerersten Mannschaft, glaube ich. Saison 90-91, Mosquito B. Und ja, da bin ich drauf. Jetzt sind wir eine kleine Mannschaft. Und eben mit dieser Mannschaft sind wir da unsere hochstellige Niederlage kassieren, links und rechts in der Region.
Ja, aber das ist so gewesen, so hat es alles gestartet. Und ja, ist noch lustig, dass ich das noch sehe. Ja, das sind Lieblings von ein paar Jungs, die entweder Nazi A oder Nazi B gespielt haben. Mein Bruder, der 10 Jahre lang in Schottfonds Nazi B war. Dann ist der Lee Roberts, der bei Lausanne ein paar Mal spielt. Dann ist mein Liebling. Und die hat Bedeutung im Dorf. Wahrscheinlich mehr, als man denkt. Ich bin schon länger weg von da. Einen grösseren Teil von meinem Leben habe ich jetzt weg von da gemacht. Und ich bin auch nicht mehr so viel da, aber ja, ich glaube, die Leute haben schon Freude und sie haben die Karriere verfolgt. Und ja, wenn man da zurück ist, dann sieht man halt, irgendwie merkt man, obwohl es einem nicht ganz bewusst ist, dass es gleich etwas Spezielles ist. Die Leute schauen schon ein bisschen mit einem speziellen Auge auf einem zu. Und, aber es ist alles sehr klein, man kennt sich und also ich fühle mich gleich noch als ganz normaler Mensch und ich hoffe auch, dass ich ein ganz normaler Mensch bin. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für die Leute im Dorf eine spezielle Bedeutung hat. Ja. Die sind Kult. Das finde ich jetzt gerade lustig, dass die noch gibt. Die sogenannten Fräse oder Erdbeer, Schleckzeuge. Es sind auch wirklich Erinnerungen. Jeder Ausflug hier in die Eishalle ist auch verbunden mit dem Schluss auf dem Heimweg. Die Fräse zum Schlecken und nachher heimkommen mit der ganzen roten Lippe. Und das Erste, wo Eltern gesagt haben, ja, mal dein Maul putzen. Aber dass es die noch gibt, das finde ich jetzt wirklich cool, lustig. Und am liebsten würde ich gerade reinnehmen. Ja, aber lassen wir sie. Ja, das ist mein Kinderzimmer. Es sieht jetzt ein bisschen anders aus. Habe ich damals nicht so schön Ordnung gehabt. Aber jetzt haben wir ein paar Erinnerungen an die Lieblings. Das ist eine meiner ersten Saison in Davos, dort wo wir Meister geworden sind. Das andere ist, glaube ich, vom ersten Mal WM spielen. Das ist in der 08 oder 09 in der Schweiz. Und ja, viel Zeit da verbracht. Viel Seich gemacht, aber ne, ist tipptopp, gutes Zimmer. Ja, das war unsere sozusagen Home-Arena. Da haben wir gerne Hockey gespielt. Der Shooter war immer da. Da haben wir den Goalie da gehabt. Der eine ist mit der super Position im Goal gestanden. Und dann haben wir halt auch gematchelt, 1 gegen 1. Und, ja, das haben die Eltern nicht so gerne gehabt, vor allem wegen der Türrahmen und so. Wir sind halt schon ein bisschen mit gewisser Intensität gegangen. Die Nachbarn haben dann sicher auch gelitten. Und ja, dann haben wir gewusst, meistens kommt der Papi heim vom Arbeiten, so um die 5:30 Uhr. Also wir haben gewusst, spätestens 4:45 Uhr müssen wir da fahren. Und so tun wir, wenn nicht wäre. Aber nachher, wo wir den Türrahmen gesehen haben, da sehen wir ein bisschen da. Oder der da auch noch ein bisschen mehr. Dann haben es, glaube ich, die Eltern gleich noch herausfinden können, dass sie mich vermutlich ein bisschen Hockey gespielt haben am Nachmittag, wo wir allein zu Hause waren. Aber es war auch eine coole Zeit. Wir hatten wirklich coole Matches mit dem Bruder. Und dann war das Zimmer der größeren Schwester da. Sie war
ist, manchmal hat sie ein bisschen schon lernen oder was auch immer. Dann haben wir mit ihr ein bisschen Probleme gehabt. Sie hat immer geklagt, wir sagen viel zu laut und so. Und dann haben wir natürlich das cool finden, ein paar Mal extra an die Tür geschossen. Und ja, es war ein bisschen billig, wie es dazu gehört. Allez, tout petit là, les oui. premiers. Voilà. Et ceux-ci. C'est 92-93. Ouais. Ouais. Alors c'est celle-là, non? Celle-là, voilà. Ouais. C'est 91-92, ça fait 30 ans. 91. Regardez quoi comme photo là? Le début? 30 ans. Tu vois, ça fait 30 ans. 91-92. Ça c'était la deuxième saison. Ça c'était la deuxième saison, ouais. Après, derrière, t'as les autres. Mais je suis pas sûr qu'on avait fait un championnat la première saison. Oui, je pense oui. que c'est là que ça t'a pris les volets. C'est là que vous avez pris les volets, puis après, ben, vous étiez aussi beaucoup plus là. Hein? Oui, pas Tintin encore. Das sind Fotos von, ja, ziemlich am Anfang. Erste Mannschaftsfotos, nachher ein bisschen die Jahre später. Und so ein bisschen, ja, dort sind wir zurückgekommen von Kanada, zuerst mal in Kanada, ich glaube 1996, haben wir das bekannte Pee-Wee-Turnier dürfen, also ich durfte nicht teilnehmen. Dann sind wir mit der ganzen Familie und haben in Kanada natürlich eine halb neue Hockey-Ausrüstung kaufen. Das waren ein bisschen andere Preise und eine andere Auswahl, als wir damals in der Schweiz hatten. Da sind wir ganz stolz mit unserer neuen Ausrüstung. Und da habe ich eine lustige, und ich kann verstehen, wieso ich nie Goalie geworden bin. Was sehr gut ist. Das kann ich euch zeigen. Sagen wir, über die Position müssten wir schon noch mal darüber reden, wahrscheinlich. Ja, da die schöne Zeit mit dem Bruder, haben wir schon extrem viel Zeit zusammen Hockey gespielt. Eben am Morgen, wir haben gesehen in der Eishalle, aber ich muss sagen, wir haben auch unsere eigene Eishalle da im Gang einen Stock weiter runter gehabt. Nicht unbedingt immer mit Freude von den Eltern, besonders der Papi. Ja, da sehen wir die zwei da unten rechts. Da bin ich und als Trainer eben der Papi. Und ja, sicher, es hat einen Einfluss auf die Zeit gehabt. Es war speziell, um den Papi als Trainer zu haben. Einerseits schön gewesen, andererseits war er ein bisschen strenger gewesen mit den eigenen Söhnen. Er hat auch gesehen, vor allem, es sind ein paar Sachen, die von zu Hause noch mitgenommen haben. Wenn ich am Morgen zum Beispiel zu Hause ein bisschen Geschwister geärgert habe und nachher am Nachmittag oder am Abend beim Hockey nicht recht da haben, dann ist all das von morgen noch vorgekommen. Und ja, ein paar Mal habe ich mich ein bisschen benachteiligt gefühlt. Aber lieber das als umgekehrt. Also ich hätte nicht gerne, wenn man gesagt hätte, oh, weil das der Sohn ist, dann hat er einen Vorteil. Also das wäre mir gar nicht recht gewesen und ihm noch weniger. Ja, ein bisschen, weil ich habe gewusst, er kann mehr. Und nein, ich habe auch gewusst, ich muss nicht nur auf ihm und nicht mit ihm übertrieben, er und sein Bruder. Aber ich wusste, manchmal waren sie ein bisschen ruhig und das habe ich nicht gerne. Er muss mehr geben. Ist immer etwas neu. Und das ist schon nach einem Jahr. Wir haben so viel Vorsprung gesehen. Und die Buben sind alle in der gleichen Klasse, oder fast in der gleichen Klasse in der Schule gewesen. Und die sind immer miteinander gewesen. Und wie kann ich das sagen? Die sind immer miteinander und ein hat den anderen geholfen und gestoßen und. Darum sind sie ziemlich, also ziemlich weit weg. Die sind ziemlich weit zusammen gegangen. Und das war interessant. Aber natürlich, 4, 5, 6 Jahre alt, das geht schnell, wenn die täglich, wenn nicht zweimal täglich auf dem Eis sind. Das ist klar. Man viel vorsprungen und in ganze Fläche nur für 8, 10, 12 Kinder. Das ist fantastisch. Heute, ich glaube, ist nicht mehr möglich. C'est là aussi avec les nouveaux papins. Alors, ça, c'était beau, ça. Enfin, on avait ça, c'est une taxe. Ça, puis le maillot de char, ça, c'était deux moments. C'était quand, ça? 94? 94, je dis. Je ne sais pas si tu les as ici. On était fiers, ces potins. On les a reçus en même temps. Ou bien le Tintin a... Il avait hérité dit. Oui, j'avais dit. Ouais, je pense qu'il avait hérité dit. Ah, c'est sûr que j'ai une certaine fierté quand même.
C'est qu'ils ont eu beaucoup de plaisir et puis pour nous c'était super parce que ça nous a créé beaucoup de contacts. Aussi, on a connu beaucoup de gens autour, d'amis, de belles amitiés. Et puis, c'est non, plein de bons souvenirs et de bons moments. Et de partage aussi, quand on les amenait avec la voiture, dès en voyage, beaucoup d'échanges avec eux. Alors, c'était des bons moments que privilégiés. Erstmal, der ist im Fernsehen gekommen, so viel ich mich erinnere, das war ein Spiel Ambri Lugano. Und damals war für Fernsehen nur noch, also technisch wie VHS-Kassetten, ein Sofort-Digital-System, also die ganz ersten Systeme gekauft. Die waren nicht so gut. Aber Anni von dem Zeit, also Januar 2003, alle Spiele bis dem letzten Spiel im Februar letztes Jahr da gespeichert und geändert mit Kommentar, alles drum und dran. Stunden und Stunden und Stunden. Alles ist da. Die Karriere, also nicht bis zum letzten Teil, aber die Resultaten, die wichtigsten Spiele, die Strafen auch, weil es Strafen auch gibt. Ja, also er hat wirklich ein grosses Archiv gemacht. Alles ein bisschen so ausgeschnitten und dann später CD brennt mit dem und so. Und eben, wie ich vorhin gesagt habe, bis jetzt habe ich sie kaum geschaut. Ab und zu Kind fange ich da jetzt Fragen nach dem, aber ich denke, in 5, 10 oder sogar später Jahren wird das sehr cool sein, um nochmal zu schauen. Ambri, 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 Ambri. Feel your color. Discover the flavor. Café Chicco d'Oro.